Wir sind auf dem Weg zum nächsten Mountainbike-Rennen. Diesmal reisen wir in die Eifel zum Rosee-Marathon. In diesem Video nehme ich euch mit durch meinen Tag vor dem Rennen und gebe euch einen privaten Einblick in die verschiedenen Etappen meiner Vorbereitung. Was trainiere ich? Was esse ich? Woran muss gedacht werden? Ich bin mittlerweile am Ort des Geschehens angekommen und wünsche euch nun viel Spaß beim Video. Und damit hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Die erste Etappe des Tages haben wir schon hinter uns, und zwar die Anreise. Die Anreise zu einem Rennen gestalte ich mittlerweile so, dass ich das eben in einen Trip mit unserem Campervan oder ein anderes Projekt oder irgendeinen Termin und so weiter einbinde. Das heißt, ich fahre jetzt nicht mehr gezielt irgendwo zu einem Rennen hin, sondern binde das Rennen eben in eine Reise ein. Das kann ich machen, weil ich das große Glück habe, von unterwegs aus arbeiten zu können, das heißt von überall. Und somit kann ich mir eben Sahnestückchen von Rennen raussuchen. Jetzt verlieren wir aber keine Zeit und springen zur nächsten Etappe, und zwar zur Vorbelastung. Und damit starten wir den nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar die Vorbelastung. Ich fahre jetzt ungefähr 90 Minuten Ausdauer und baue da rein 3x2 Minuten FTP, also Schwelle, ein und mache dazwischen ungefähr 4 bis 5 Minuten Pause. Und damit, hoffe ich, kann ich den Körper gut für morgen aktivieren. Ist das der steilste Radweg Deutschlands? Schreibt in die Kommentare, ob ihr steilere Radwege kennt als diesen hier. Warum fahre ich überhaupt eine Vorbelastung? Das werden sich vielleicht einige von euch fragen. Früher dachte ich mir auch, ich spare mir lieber die Kräfte für das Rennen morgen. Allerdings ist es für den Körper sehr, sehr gut, wenn er eben einen Tag vor dem Rennen noch mal eine kurze Einheit quasi bekommt. Und ich gestalte das eben so, dass ich ganz kurz Intensität fahre. Heute ja 3x2 Minuten FTP, also kurz und hart. Und das ist eben so ein bisschen eine Aktivierung, ein Weckruf, und eben morgen passiert irgendwas. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es mir gut tut, wenn ich am Tag vor dem Rennen Vorbelastung fahre. Ich habe es auch schon mal weggelassen, und da muss ich sagen, da fiel es mir ein bisschen schwerer, ins Rennen zu kommen. Also ich würde eigentlich jedem empfehlen, eine Vorbelastung zu fahren. Und wie ich das Ganze mache, das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Rennen ab und vom Zeitbudget, wie lang das Rennen ist, wie hart das Rennen ist, und ja, ganz unterschiedlich. Heute der Klassiker mit rund 90 Minuten. Tagesordnungspunkt Nummer 3 ist die Sicherstellung der Kohlenhydratversorgung. Und zwar sollte man am Vortag vor dem Rennen auf jeden Fall nicht an Kohlenhydraten sparen, egal wie lang das Rennen ist. Ihr braucht die Power. Ich spare eigentlich nie an Kohlenhydraten, deswegen ist es keine große Herausforderung für mich. Und dann lasse ich es mir jetzt mal schmecken. Wir schieben sicherheitshalber noch ein Müsli hinterher. Es geht nichts über volle Speicher. So, als Nachtisch noch ein paar Gummibärchen. Und bevor ich mich dann kulinarisch endgültig verirre, sorgen wir gleich für die Regeneration und kommen damit dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Dafür wechseln wir aber die Location. Schon. Heute ist es noch heiß. Ob es morgen auch noch heiß ist, wird sich zeigen.
Richtig coole Erfrischung auf jeden Fall. Das hat aber wirklich gut getan. Wie ein neuer Mensch. Ich denke, das hilft morgen. Also meine Beine fühlen sich an wie neu. So, auf dem Rückweg von unserer Regenerationsmaßnahme im kalten Wasser haben wir jetzt noch ein paar Informationen über die Strecke aufschnappen können. Und zwar erwarten mich morgen auf der Kurzstrecke 30 Kilometer mit rund 650 Höhenmetern. Ich kenne die Strecke jetzt nicht. Ich wollte sie eigentlich heute abfahren, aber habe ich darauf verzichtet, denn wir haben verschiedene Szenarien gehört. Zum einen wurde uns gesagt, die Strecke ist sehr, sehr schlammig. Es würde sich nicht lohnen, man würde sich nur einsauen und die Räder dreckig machen. Da wir keine Gelegenheit zum Waschen haben, haben wir das heute gelassen. Eben hat uns aber noch eine Information erreicht, und zwar die Strecke wäre sehr trocken und eigentlich sehr gut, wenn es regnet, weil sie eben nicht so viel Feuchtigkeit aufnimmt. Das heißt eben, sie würde jetzt nicht so einen großen Schaden nehmen, wenn es regnet, und es gibt eben nicht so viele technische Passagen, wo es eben jetzt ein Nachteil ist, wenn es jetzt nass und glitschig ist. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin ja schon viele Rennen gefahren, aber das ist die größte Schlammschlacht, die ich hier erlebt habe. Echt, man versinkt bis zum Tretlager. Jetzt hier nochmal den Start-Zielbereich angeschaut, also wie es grob verläuft. Das gibt mir immer ein bisschen Sicherheit. Und ja, jetzt geht's weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. So Leute, zurück im Bus. Zeit für eine kurze Verschnaufpause und einmal die Beine hochlegen. Und deswegen machen wir jetzt mal den Wettercheck für morgen, weil der sieht nämlich nicht so vielversprechend aus. Zum einen ab heute Abend eine extreme Gewitterwarnung ab 18 Uhr. Derzeit sieht es tatsächlich noch nicht danach aus. Wir haben noch sehr heißes Wetter und blauen Himmel. Und dann morgen der Renntag. Erstmal Temperatursturz auf 14 Grad und dann einfach Regen, 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 Regen. Und zwar heute Nacht, vor dem Start, während dem Start und nach dem Start. Also wir müssen es ja nehmen, wie es kommt. Wir können es nicht ändern. Trotzdem wollte ich euch natürlich diese wichtige Information nicht vorenthalten. Ich muss überlegen, welche Vorkehrungen ich für dieses Regenrennen treffen werde. Aber jetzt erstmal kurze Pause. Am Tag vor dem Rennen auch ganz wichtig, der Zeitplan. Den habe ich mir gerade niedergeschrieben, denn Struktur senkt Stress. Also Start ist um 10.45 Uhr, das heißt um 10.35 Uhr möchte ich gerne im Startblock stehen. Hier ist das Gute, es gibt einen Lizenzblock, das heißt wir können vorne stehen und dann fahren wir uns warm ab 10.15 Uhr und dann kippen wir uns auch den Activator, das heißt das Koffein hinter die Binde. Ich muss natürlich überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, sich im Rennen für ein Rennen warm zu fahren, was ein Regenrennen ist. Macht das Sinn? Ja, wir fahren uns auch im Regen warm, oder? Wir fahren uns auch im Regen warm, weil das Warm-up ist eigentlich Pflicht. Da gibt es eigentlich auch keine Ausreden. Ich habe tatsächlich auch einen Regeneinteiler mit. Den könnte ich mir dann einfach geschwind überwerfen, dass ich dann wenigstens trocken am Start stehe. Allerdings, ich male mir hier schon die völligsten Horrorszenarien aus, was den Regen angeht. Nachher regnet es gar nicht. Es soll auch eigentlich jetzt schon lange bewölkt sein und man sieht keine Wolke. Hoffen wir mal das Beste, aber ich bereite mich im Kopf am liebsten schon mal auf das schlimmste Szenario vor. Also schlimmes Szenario ist jetzt auch nicht nass zu werden, aber man möchte ja trotzdem die bestmöglichen Vorkehrungen treffen. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Beim Zeitplan. Ja, den habe ich euch ja erläutert. Also 10.45 Uhr, morgen geht's los. So Leute, ich bereite mich jetzt so richtig hardcore auf morgen vor. Und zwar packe ich mir schon mal eine Duschtüte, damit ich nach dem Rennen schnell duschen gehen kann. Als Vorbereitung auf die Schlammschlacht. Und dann lege ich mir noch meine Rennsachen raus, damit ich das morgen früh nicht machen muss. Und ich liebe es einfach, wenn alles vorbereitet ist. So, das lege ich mir jetzt schon mal alles parat. Da muss ich morgen nicht suchen, nichts mehr zusammen sammeln und kann einfach länger schlafen, entspannter in den Tag starten. Und es ist alles vorbereitet. Zumindest klamottentechnisch, denn materialtechnisch, dem widme ich mich gleich noch. Eigentlich investiere ich auch noch ein bisschen Zeit darin, meine Schuhe und meinen Helm zu reinigen. Aber ich habe gerade festgestellt, es ist nicht so schlimm drum bestellt und außerdem
bleiben die wahrscheinlich morgen sowieso nicht sauber. Super. Für unseren Hund sind die morgigen Wetterbedingungen übrigens ziemlich gut, weil Anfang der Woche sah es noch so aus, als ob es morgen auch sehr heiß wird. Und dann hätten wir halt ausknobeln müssen, wer von uns beiden fährt, weil wir können ja den Hund nicht bei der Hitze im Auto lassen. Morgens ist aber kein Problem bei 14 Grad. Deswegen hat es da auch was Gutes. Gell, Lotti? Ja. Und nun der Materialcheck. Also mein Rad ist tatsächlich so leicht sauber. Ich gebe mir da jetzt allerdings nicht so viel Mühe, weil es sich einfach nicht lohnt. Ich checke immer noch mal, ob die Akkus voll sind. Also ich lade vor jedem Rennen den Akku von meiner elektronischen Funkschaltung und von meiner elektronischen Funkstütze. Sicher ist sicher. Dann checke ich immer noch mal die Batterien der Controller, ob die noch grün leuchten. Ansonsten tausche ich die aus. Den Garmin lade ich natürlich. Und was ich auch prüfe, ist, ob der Flaschenhalter fest ist, weil nichts ist nerviger wie ein Flaschenhalter, der sich nach kurzer Zeit irgendwie losruppelt. Und ich wachse die Kette nochmal, dann ist sie bis morgen früh schön eingetrocknet. Und genau, Reifen sind frisch, die habe ich letzte Woche gewechselt. Und dann würde ich sagen, das Rad ist startklar. So, das Abendessen steht an, der nächste Tagesordnungspunkt. Noch ist der Teller leer und ich kann euch schon mal so viel sagen, es gibt heute eine kulinarische Entgleisung und zwar gibt es keine Nudeln. Es gibt nämlich heute ausnahmsweise mal Burger, vegetarische Burger. Also der kommt schon echt richtig nah an Fleisch ran, oder? Voll. Also ich esse kein Fleisch, ich mag es auch eigentlich nicht, aber so ein Burger geht immer und die veganen Patties, die schmecken schon wie echtes Fleisch. Das ist bei Aldi Süd. Ich werde leider nicht von Aldi Süd gesponsert. Das wäre doch mal was. Sogar der Hund denkt, dass es Fleisch ist, glaube ich. Dann ist es Gute was Gutes. Einziger, der bei uns Fleisch isst, ist der Hund. Falls ihr übrigens gedacht habt, ich esse nur einen Burger, ich habe mir noch ein zweites Prachtexemplar geschaffen. Denn ich brauche ja auf jeden Fall morgen Energie. Ist ganz wichtig. Das ist doch mal eine Abwechslung zu Nudeln. Nicht immer im Strudel der Nudel. So, das Essen ist verspeist. Heute wird nicht mehr so viel passieren. Deswegen sehen wir uns morgen wieder. Beziehungsweise ihr seht das Ganze am nächsten Sonntag im nächsten Video. Und zwar in Teil 2. Wie das Rennen läuft. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, denn dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn das neue Video online ist. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über ein Like für dieses Video und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euer Tag vorm Rennen so aussieht. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es muss jetzt wirklich schnell gehen, weil wir verfolgen den Start. Das ist ja auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Das hätte auf jeden Fall schief gehen können. Aber das ist die größte Schlammschlacht, die ich hier erlebt habe. Also das war definitiv das letzte Rennen